Der Pfirsich soll laufen, Pfirsich am Bärensee. Ja, und auf was? Es wurden einige Goldschleien gefangen auf Pfirsich am Bärensee. Und das gucken wir uns auch mal richtig schön ausgiebig an. Welche Köderkombinationen sind hier gut und welche sind auch vielleicht sinnvoll für die Goldschleie? Und natürlich eine passende Futtermische basteln wir auch noch. Also raus hier mit den Ködern. Zack, alles wieder schön hinstellen. Ich bin hier heute mal ganz entspannt nur mit den Fiederrouten unterwegs. Also einfach auf Basic Fiederrouten, 19 Kilo Setup und gut ist. Mehr nicht, reicht völlig. Heißt also, wenn man hier am Bärensee ist mit seinem ersten Karpfen-Setup, mit einer Fortuna Carp, mit einer HSV-Rolle zum Beispiel, zack, dann lübt das doch hier mit einem ähnlichen und wirklich gut vergleichbaren Setup. Ja, zum Thema was kaufen, verlinke ich nochmal das Video. Was kaufen ab Level 20, absolut essentiell, damit man da die Basics hat und fürs Midgame, so wie hier, absolut gerüstet ist und vielleicht dann auch schon bald irgendwann für die Koi-Karpfen gerüstet ist. Mal gucken, was dann da abgeht und wie schwer die Brocken dann werden, dass man dann eben auch mit einem vernünftigen Karpfen-Setup schon mal auf Kois geht. Hier jetzt, wie gesagt, nochmal mit den Fiederrouten. Fiederrouten, wie gesagt, grundsätzlich würde ich mir eigentlich nur noch holen, wenn man keine anderen Sorgen hat. Also hochwertige Fieder, so wie die jetzt hier. Das ist wirklich Endgame-Problematik, wenn man sich denkt, ach komm, ich habe gerade noch ein bisschen 1000 Silber übrig, die baller ich mal raus in Fiederrouten, einfach nur für den Spaß, dann kann man das machen. Grundsätzlich reichen absolut, wie gesagt, die Fortuna Carp, damit ist man super bedient für den Anfang. So, jetzt gehen hier natürlich gerade einigermaßen kleine Fische rein und das ist gut so, denn zum einen habe ich ja nur die wenigen Kilo an Tragfähigkeit, an Bremskraft sozusagen, hier mit der 19 Kilo Schnur, 18 Kilo Vorfach. Aber es liegt auch natürlich hauptsächlich an den Ködern, die ich verwende. Also kleine Boilies, kleine Partikel, bisher noch keinerlei Futtermische im Wasser. Ich gehe erstmal hier richtig, richtig klein rein und mit diesen kleinen habe ich natürlich eine super, also mit den kleinen Boilies, habe ich natürlich eine super Frequenz. Also schön einer nach dem anderen. Was für einen Anfang natürlich auch sehr gut ist, wenn man hier Skillpunkte machen will im Grundangeln. Dann lohnt sich sowas natürlich. Immer schön verschiedene Fische fangen und dann gerne hier auf Masse. Dann ist das doch ganz nice. So, 8 Kilo, ganz gut. Zack, 17 Meter Clip natürlich, wie immer. Das ist ja hier eine von den drei wichtigen Stellen am Bärensee. Also 55, 31. Ich teste es jetzt erstmal. Ich habe noch nicht gesehen, ob das hier läuft mit der Goldschleie. Aber irgendwo muss man ja anfangen. Und ich würde sagen, einer von den drei wichtigen Spots wird mir schon irgendwann die Goldschleie liefern. Deswegen werde ich ja auch ein bisschen länger testen. Vielleicht geht sie nochmal irgendwo rein. Also hier angefangen. Das nächste ist dann 44, 50. Auf 21 Meter Clip und der dritte Spot ist 55, 63, da dann auch auf 21 Meter Clip, das passt schon. Ja, vom Setup gucken wir nochmal eben kurz rein, dreimal unterschiedlich aufgebaut. Wie gesagt, jetzt hier gerade mit der Fiederroute unterwegs, Vorteil jetzt, den ich hier nutze, sind plus 10% im Grundfischen. Da ich schon 100% im Grundfischen habe, habe ich jetzt in Verwendung mit diesen Routen 110% im Grundangeln, pusht nochmal so ein bisschen mehr die Chance auf maßige, beziehungsweise ja doch auf mehr und mehr maßige Fische. So, und vom Setup her ist das dann ab hier, wie gesagt, wie klassisch mit der Fortuna Carp und mit der HSV. Also hier einfach mit einer 19 Kilo Schnur. Man könnte auch eine etwas dickere Schnur noch nehmen, aber in der Regel passt das auch so ganz gut. Die 19er kann man auch ganz gut nehmen fürs Schleppen am Koori. Die 19 Kilo Schnur kann man auch super nehmen, wenn man vielleicht nur mit einem Kartoffelwürfel
an der alten Festung angelt. Ich verlinke nochmal das alte Video dazu. Das klappt immer noch hervorragend. Einfach nur Kartoffel, alte Festung. Zack, lübt der Lachs. Also das geht auch immer noch wunderbar. Und dann nimmt man einfach nur die Monoschnur und gar kein Vorfach. Raus damit auf dem 1er Haken, lübt. Ja, hier vom Setup jetzt hier, von den Boilies, alles, was in Richtung Pfirsich geht. In dem Fall ist es jetzt hier klassische Haarmontage, weil ich eben sinkende Boilies auch einmal verwenden will. Nicht alles mit Pop-up, sondern hier einmal sinkend. Und dann der Vorteil bei den sinkenden, da gibt es ja die Soluble. Und die Soluble, die auflösenden Boilies, wirken nochmal mehr. Die werde ich übrigens auch gleich in der Futtermischung nochmal verwenden, weil Soluble hat auch eine Wirkung, also das Auflösende hat auch eine Wirkung in der Futtermische. Im Gegensatz zu Pop-Up. Pop-Up hat absolut keine Wirkung in der Futtermische. Aber wenn wir, wie gesagt, hier die Auflösenden nehmen, pusht das nochmal ein bisschen mehr. Also die kommen dann gleich mit rein. Hier jetzt in Kombination mit Pellets und Boilies. Klappt schon mal ganz gut, kann man machen. Zweites Setup ist genau gleich zusammengebaut, aber eben so, wie man es auch zurzeit schon in den Rekorden sieht. Also Pfirsich, Kräuter, Pop-Up 15 und Pfirsich, Mais, Gelb. Pfirsich, Dip, zack, raus damit, 1er Haken und gib ihm. Ganz klassisch. Also so, wie man eben ganz gut auch immer schön auf Karpfen angelt. Immer schön mit einem Boilie und einem Maiskorn, klappt das meistens ganz gut. Oft hat man aber halt den 20er als Standard sozusagen. Weil es jetzt aber auf die kleineren Fische geht, also auf die Schleie, jetzt eben dann nur den 15er und nochmal schön Frequenz dabei. Das schmeckt auch und da ist auch direkt wieder was drauf und auf den anderen auch. Nochmal eben kurz rausziehen hier die Brocken. Und dann mal gucken, was auf dem dritten Setup ist. Da ist auch nochmal Pfirsich drauf, aber eine etwas andere Kombination. Na guck, 5 Kilo. Zack, schnell wieder raus hier auf die 17 Meter. Und dann haben wir hier die dritte Kombination. Milchiger Pfirsich gibt es auch nochmal. Milchiger Pfirsich als Mais und dann aber nochmal würziger Pfirsich als Dip. Komplett auf Pfirsich. Jo, so ist das Ganze. Ich habe jetzt hier bei den Fiederrouten, da kann man ja die Spitze quasi einstellen. Hier habe ich jetzt die rote, also die dickste Spitze genommen, weil wir hier auf die dickeren Brocken aus sind. Auch hier mit 50 Gramm Blei unterwegs, da dann eben die rote Spitze. Sonst bin ich meistens so in dem feineren Bereich unterwegs. Aber hier nehmen wir einfach mal das Größte, was es gibt, damit wir hier auch ordentlich Druck haben. Und die Spitze, die muss ja nicht so super fein sein. Da können wir dann eben auch bei Karpfen und Co. halt mit ein bisschen dickeren Spitzen reingehen. So, wieder raus damit. Und jetzt gehen wir mal rein in die Futtermische, würde ich sagen, oder? Na, den nehmen wir noch mit hier. Das sieht aus wie ein Amur, wenn er so reinschlägt. Lassen wir ihn mal ein bisschen reinballern. Mmh. Bestens. So, erstmal schön Käffchen rein und danach den Amur reinziehen. Komm ran hier. Die Futtermische bauen wir gleich in Richtung Schleie. Wenn du die anderen Videos zum Karpfenangeln schon gesehen hast oder mal in die Playlist reingeguckt hast, Playlist Bernsteinsee, Playlist Bärensee, da gibt es immer diese Anfänger- und die Basisvideos zum Karpfenangeln und natürlich auch zu der Futtermische. Dann wirst du ja jetzt schon wissen, wie ungefähr die Futtermische aussehen wird. In Verwendung mit den Ködern, die wir hier haben, in Kombination. Na siehst du, da haben wir schön den Amur. 6 Kilo. Und direkt wieder raus hier. Zack. So, wir haben 20 Uhr, genau die richtige Uhrzeit, dass wir jetzt nochmal schön Futtermische reinbringen. Also, geben wir ein bisschen Gas, raus mit der Futtermische. Und ich nehme auch einfach nur Bällchen, kein PVA. Wir nehmen als Basis natürlich Mais. Mais ist immer gut für Schleie, beziehungsweise wir gucken nochmal kurz rein in die Schleien-Futtermische. Hier ist sie. Die besteht nur aus Maismehl, nur aus Paniermehl und Hanfsamenöl. That's it. Das ist die Original-Schleienmische. So, und die verändern wir jetzt natürlich ein bisschen, denn wir nehmen Hanfsamen, wir nehmen hier allerdings auch Pfirsich, Karamellpfirsich ist hier sogar drin. Dann nehmen wir hier von mir aus auch nochmal das Paniermehl.
Dann nehmen wir aber auch nochmal Mais mit rein, weil wir auf den ganzen Ködern auch immer Mais haben. Und zwar das hier. Und wir haben Mais als Basis. Und jetzt gehen wir rein in Richtung Pfirsich. Und hier können wir jetzt einfach die würzigen Feed Pellets nehmen. Also ich fange hier aber an auch mit den 12ern. Wir wollen die großen haben. Man könnte jetzt alle 3 Feed Pellets nehmen. Man könnte jetzt hier nochmal einen Boilie schreddern. Ich mache das jetzt erstmal nur mit den würzigen Feed Pellets. Aber andere Möglichkeit wäre es dann eben, den Boilie auch noch zu schreddern. Pfirsich machen wir einfach mal, machen wir mal Schleie. So, zack, 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 anfertigen. Und wie gesagt, wenn man dann ein bisschen größer reingeht, nimmt man eins davon noch weg. Dann schnappt man sich hier den Zerkleinerer, macht dann da den Pfirsich rein und hier dann vielleicht den Soluble. Zack, eine Portion und macht dann daraus eine Mische nochmal mit Pfirsich. So, dann nehmen wir das hier vielleicht weg. Und dann haben wir hier nochmal Pfirsich geschreddert. Und das nennen wir dann Schleie groß. So, dann haben wir jetzt größere Partikel drin. Anfertigen. Und jetzt haben wir quasi schon 2 Futtermischen, ganz ähnlich natürlich. Aber die eine mit etwas größeren Partikeln, die andere mit etwas kleineren Partikeln. Und so können wir dann mit diesen größeren Partikeln auch nochmal vielleicht ein bisschen mehr fokussieren, dass auch größere Karpfen kommen. Aber da müssen wir natürlich auch aufpassen. Größere Partikel bedeutet gleichzeitig auch, dass wir einen Spot viel schneller überfüttern. Und deswegen müssen wir da immer so ein bisschen vorsichtig sein mit der Anzahl dann der Bällchen. Aber wenn wir hier erstmal 10 Stück reinschmeißen, dann sollte das doch locker gehen. Aber ich muss sagen, auch ohne Futtermische jetzt gerade, das ist ja jetzt hier der ganze Spot so original, wie er ist, läuft das tatsächlich auch mit dem Pfirsich hier ganz gut. Also alle 3 Varianten Pfirsich, die laufen hier schon mal wirklich ganz gut. Kann man wirklich ganz gut machen hier. 20 Minuten, 6, 12, 18 Fische. Top. Tipptopp. So, jetzt mal die Futtermische rein. Pfirsich. Wo ist sie? Wir fangen mal an mit der normalen Klein. Und dann auf 17 Meter. Weil ich ja jetzt hier keinen Clip irgendwie per Hand einstelle, gehe ich so ungefähr, boah, mal so 3 Meter nach hinten. Und dann schmeiße ich maximal aus. Maximal sind so 19 bis 20 Meter. Und dann ballern wir da vorne die Area mal voll. 3, 4, 5. So, 5 oder 6, das passt schon. Und dann kommt hier nochmal die andere Futtermische mit den großen Partikeln. Davon werfe ich jetzt einfach mal so 3 Stück noch nach. So ein bisschen gestreut. Man wirft ja auch nicht immer ganz exakt. Und dann reicht das auch erstmal. Und dann füttere ich vielleicht in den Morgenstunden, jetzt haben wir 21 Uhr, so um 4 Uhr werfe ich vielleicht nochmal 2 Bällchen nach. Und dann gucken wir mal, was da geht. Und dann auch erst gegen 16 Uhr nochmal so 2 Bällchen nachwerfen. Immer so ein bisschen nachfüttern, ein bisschen Futtermische wieder reinwerfen. Dann bleibt das auch hier schön aktiv die ganze Zeit. So. Und so geht das dann halt von einem Spot zum nächsten. Einmal alles ordentlich anfüttern. Alles testen. Na, zaghaft. Hier sind zwischendurch auch mal ein paar Giebel gewesen. Gerade auf die ganz kleinen Boilies passiert das natürlich. Boah, kleine Karausche. Aber das ist alles nicht wild. Denn wenn wir auf die kleinen Setups hier irgendwann die Goldschleie reinhaben, die Goldschleie als Trophy drinne reinbekommen, dann ist doch alles super. Das Ganze ist aber einfach super selten. Also einer der seltensten Fische hier oder der seltenste Fisch auch hier am Bärensee. Und da muss man natürlich immer hoffen, dass das Ding irgendwann mal reingeht und viel testen. Ja, wie gerade schon gesagt, also von der Position hier jetzt einer der klassischen Spots. Der zweite mit 44, 50, 21 Meter weit hier. Und der dritte mit 55, 63, auch 21 Meter weit, genau hier hinwerfen. Das ist so die Richtung. Und dann hat man das durch. Alle Spots sind auch schon mehrfach beschrieben auf dem Kanal hier. Einfach mal reingucken in die Playlist.
Da wird man immer wieder die gleichen Stellen finden, denn die funktionieren immer. Wenn man irgendwie planlos ist und nicht weiß, was man machen soll, einfach zum Bärensee, da geht immer was. Einer dieser drei Spots mit natürlich verschiedenen Ködern, die muss man natürlich immer so ein bisschen testen, aber einer der Spots geht immer rein. So, raus damit. Also Frequenz, ich bin super zufrieden. Wir gucken auch gleich nochmal kurz in den Kescher. Den einen hier nehme ich noch mit. Das scheint nochmal ein Amur zu sein. Die zuppeln immer so richtig schön hart. Bam, bam, bam. Und nach dem Amur gucken wir mal eben in den Kescher rein. 23 Fische. Jawohl, 24 Minuten. Also eine gute Frequenz. Und das Ganze hier ohne Futtermische. Und jetzt so langsam müsste die Futtermische auch gleich anfangen zu wirken. Ich werde hier auch noch weiter ein bisschen stehen bleiben. Einfach nebenbei während des Videoschnitts einfach noch mal ein bisschen hier weiter rausziehen. Und da zuppelt schon wieder der Nächste hier. Jawohl. Der eine hat sich noch nicht ganz entschieden. Da geht der Nächste wieder rein. Das ist der Riesenvorteil von den kleinen Boilies. Da ist einfach Frequenz. Das macht dann auch Bock. Klar, es sind nicht die dicken, fetten Dinger. Und ja, die super schweren Karpfen gehen dann auch nicht rein und Amure. Aber das will man ja auch so einem Mittelklasse-Setup eigentlich auch gar nicht haben. Die fetten Drills, die machen nur Verschleiß und brauchen ewig, bis man die Brocken raus hat. Na, ich glaube, die können sich nicht ganz entscheiden. Ich würde sagen, wir gucken mal eben ins Café. Ins Café, Alten, in den Fischmarkt natürlich. Da hinten bimmelt schon wieder weiter. So soll das auch. Also, kurz nach Preisen sortieren. Zack, 115 Silber ist ganz okay. Nach Fangzeit 115 und ja, das passt. Halbe Stunde, 26 Minuten jetzt hier. Und insgesamt 115 Silber ist okay. Noch keine Goldschleie. Zack, aber es fängt ja jetzt auch gerade erst an. Von daher zurück an den Spot. Das ist wie gesagt jetzt der erste, den ich teste. Danach kommt 44,50, danach 55,63. Zack, 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 einer nach dem anderen. Und dann wird auch irgendwann hier die Goldi mal reinballern. Petri Lümmels, wenn es gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen. Hilft mir mega. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch und auf YouTube gleichzeitig immer. Montags, mittwochs und freitags ab 19 Uhr. Bis dahin.